Komm. Geh. Das riecht schon sehr lecker. Ist jetzt hier in Rot? Jetzt ist gut. Die T800 Challenge läuft in vollem Gange. Wir haben mehr als die Hälfte geschafft, richtig geile Resultate erzielt und es machen richtig viele Leute mit. Falls ihr noch einsteigen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Teilnahmebedingungen. Aber jetzt gehen wir erstmal trainieren. Das Allerwichtigste ist Hydration. Ohne die noch. Auf geht's. Und bitte, Monsieur. Ich bin ja jetzt oft gefragt worden, ob Dino die Auflage hat, einen Maulkorb zu tragen. Nein, absolut nicht. Ich trainiere nur mit ihm, da er manchmal mit einem Zug fährt und hier ist Maulkorbpflicht. Deshalb muss er den Maulkorb akzeptieren, so wie eine Leine oder ein Halsband. So, Mopsi, jetzt können wir aber das ganze Ding ausziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Damit du wieder frei bist. Perfekt. Die Grundpfeiler von der 60 All-In Challenge, 60 Tage geht das Ganze, wie der Name schon sagt, sind einmal jeden Tag Training, Eisbad, saubere Ernährung, kein Alkohol und kein Zucker und ein kleines Pensum an Literatur. 10 Seiten pro Tag, das schafft jeder. Ich muss sagen, ich habe schon maximale Fortschritte daraus wieder ziehen können. Meine physische Form hat sich verbessert, aber auch mein Fokus. Geile Sache. Jens ist am Start, der trainiert heute mit uns. Wieder nur das Beste von Gemüsehändler Jens. Jawohl, richtig. Hat einfach hier. Ja. Geil auch, dass du mit dem Fahrschulauto unterwegs bist. Ich bin einfach beim Gemüseladen mit dem Fahrschulwagen vorgefahren. Sehr gut, vorbildlich. Ja, Mann. Das riecht schon sehr lecker. Wieder nur das Beste. Das verwertet werden kann, nehmen wir zu uns und der Rest ist für die Tiere. Die Hasen lieben Grünzeug, Schweine auch, Karotten für die Rinder, mega geil. Warte mal, ich muss hinten schauen, da ist lauter Zeug für den Weidebau drin. Ich mache ein bisschen Platz. Das ist nicht alles, was er hat, sondern es gibt nur noch die leckersten Sachen hier. Ja. Was haben wir da alles? Vollkornbrot ohne Weizen. Das ist rote Beete. Geil. Karotskis. Geil. Das ist der Jackpot. Ja, man, schwarze Schokolade, jeden Tag. Jetzt einmal kurz diskutieren, was sie trainieren, denn Sonntag steht Brusttraining mit Leonidas an und das ist immer, wie gesagt, sehr intensiv, würde ich einfach sagen. Das heißt, wir werden heute so ein kleines Mix-Workout machen. Einmal ein paar Elemente von Beine. Jens möchte noch Klimmzüge machen, daran werden wir uns orientieren. Ich weiß noch ganz genau, wann die Trapper-Hantel nach Europa gekommen ist. Ich habe damals bei der Flex und Muskel und Fitness dieses geile Gerät gesehen und wollte es unbedingt haben. Dieses? Mittlerweile ist es in jedem Gym, ja. Trapper-Hantel war früher nicht fester Bestandteil von jedem Gym. Kam aus Amerika und jetzt findet man es einfach in jedem Gym. Die nächste Übung, ich nutze Front Squat sehr gerne, weil ich nicht so schwer beladen muss hinten. Und meine Oberkörperposition deutlich aufrechter ist. Fünf. Komm, geht weiter. Sechs. Und hoch, komm. Geht. Ist normal, deswegen binde es direkt hier oben. Einen muss ich noch schaffen. Ja. Glück gehabt. So, Jens fastet auch und Jens hat folgende Erfahrungen mit dem Fasten gemacht. Seitdem ich nicht mehr faste, habe ich weder Darmprobleme. Du meinst, seitdem du fastest? Seitdem ich faste, Entschuldigung. Habe ich keine Darmprobleme, keine Magenprobleme und das Beste an allem ist, muss mir keine Gedanken machen über Frühstück und Mittagessen. Ja, Mann, Effizienz und noch etwas Gutes für euren Körper. Also probiert es auf jeden Fall aus. Fasten, ihr müsst ja nicht so ewig lange Intervalle machen, aber Fasten hat einen absoluten Benefit auf euren Organismus. Was ist die Ausrede für Klimmzüge? Dass ich zu schwer bin, aber es zählt nicht, weil du bist 20 Kilo schwerer als ich. Ja, aber ich schaffe auch nicht so viele Klimmzüge. Wir schauen jetzt mal. Einwandfrei. Wie wichtig ist bei deiner Hauptdisziplin, du fährst Kitesurfen, wie wichtig ist Fitness? Fitness ist eigentlich die Core-Stabilität ist das Beste, was du brauchst, weil die physische Fitness
auch die Konzentration stärkt. Und sobald viel Sturm kommt und du bist in deinem Mindset nicht dabei, passieren dicksten Crashes und dann die härtesten Verletzungen. Also wir trainieren in der Regel 3 bis 5 Mal viel Kraftausdauer, damit wir auf dem Wasser bei viel Wind maximal Performance haben. Kann sein? Geil. So für euch. Jawohl. Sehr sauber. Geiles Training gehabt, richtig durchgezogen, die Mittagspause quasi perfekt genutzt. Jens macht das auch regelmäßig. Du trainierst immer in der Mittagspause, richtig? Ja, ich verlasse das Umfeld, weil ich nicht möchte, dass in meiner Mittagspause meine Regeneration quasi nicht respektiert wird. Deswegen gehe ich aktiv ins Studio, gehe eine Stunde richtig Gas geben und komme eigentlich immer stärker als vor der Pause zurück. Und das ist eigentlich perfekt. Macht das so. Es geht raus in der Mittagspause, das Beste, was es gibt. Geil. Glaub mir. Mega. Es ist alles perfekt gelaufen. Einzige Problem ist, was ich habe, ist dieser Abszess hier oben. Habe ich mir durch eine Verletzung zugezogen, wahrscheinlich eine Infektion. Müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Das Allerwichtigste direkt nach dem Training, Post-Workout-Meal. Und das Zweitwichtigste ist, wo ist er denn, der kleine, dicke Mops? Schatzi, wo bist denn du? Hast du deinen Lieblingsplatz eingenommen? Wie sehr freust du dich? Hier, Jens hat schon das Post-Workout-Meal vorbereitet. Die Wassermelone wird zitiert. Jawohl, der perfekte Kaliumlieferant, Zucker- und Fettarm. Geil. Optimal. Ich hab nur mal kurz geguckt dabei. Ja, man weiß bei ihm immer nicht. Aber in der Regel ist er wirklich umgänglich. Wenn er was abbekommt. Wenn er was abbekommt, ist er umgänglich. Falls nicht, merkt er sich's fürs nächste Mal. So, das ist einmal Linsen mit Kartoffeln, Möhren. Einfach geil. Macht eure Meal Prep, Mann. Es spart euch so viel Zeit, Sorgen. Ihr müsst euch nicht mehr Gedanken darum machen, was esse ich als nächstes. Es ist einfach geil, wenn man immer schon alles dabei hat, was man so verköstigen möchte am Tag. Post-Workout-Meal ist drin. Jetzt nehme ich Kreatin-Monohydrat ein. Hat einen positiven Effekt auf eure Kraftausdauer, auf eure Kraftwerte. Die ATP-Synthese wird positiv beeinflusst. Und ihr profitiert nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch auf geistiger Ebene. Denn 5-10% der Kreatinspeicher sitzen in Hirn und Hoden. Es gibt Studien, neue Studienerkenntnisse in Bezug auf Demenzerkrankung und Parkinson. Verlinke ich einmal unten in der Videobeschreibung. Lest euch das durch. Sehr interessant. Ihr solltet definitiv Kreatin fest in euren Nahrungsergänzungen Ergänzungsmittelplan einbauen. Gerne. Trieben krass ist es der Bus von Jens. Ja, voll. Der Bus ist mein Traum. Und jetzt gibt's Kaffee aus dem Bus, oder wie? Autark. Komplett. Autark. Ja. Dino, lass jetzt mal hier kurz das Interieur zeigen, bitte. Geil, hört sich an wie durchdrehende Räder. Okay, wenn ich eine Tour mit 7 Hunden hier drin mache, dann kannst du dieses Teil einfach, das ist dann auch noch ein Viertel wert. Kennst du das, wenn die Rennwagen in den Drehzahlbegrenzer kommen, in die Kurven? Ja, er hat krasse Verlustangst einfach. Ja. Selbst wenn ich nur 5 Meter entfernt bin. Die Eventualität, dass ich ohne ihn weggehe, ist für ihn so präsent. Siehst du das? Ja, natürlich. Ich ziehe mal meine Schuhe aus. Ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht, mit Birkenstocks. Auf die Arbeit, durch die Werkstatt laufen, scheißegal. Aber das ist auch geil. Birkenstocks sind einfach das Bessere. Also Next Level ist, wenn du komplett ohne Schuhe auf die Arbeit gehst. Und hast du Barfußschuhe? Ich habe ganz viele Barfußschuhe, ja. Ja? Ich kann das auch wirklich empfehlen. Ja. Ich trage auch Toesplitter. Wen? Toesplitter. Ja, Füße. Und meine Füße sind jetzt sehr schmutzig, weil ich heute Morgen durchs Feld damit gelaufen bin. Aber der Abstand meiner Zehen hat sich signifikant verbessert und die Form meines Fußes ist wieder in den Originalzustand, so wie ich auf die Welt gekommen bin. Milch auch scheinbar können wir uns, glaube ich, sparen, Mann. Wenn ihr wollt. Cheers. Oder wir bauen demnächst eine Espressomaschine hier rein, so einen Siebträger. Ja, okay. Zum Wohl. Lass doch noch irgendwie. Der Spießrutenlauf geht direkt weiter zu Dr. Basir und mein Knie aufmachen, denn da hat sich richtig viel drin gesammelt. Und ich glaube, der Körper schafft es nicht von alleine, das abzutransportieren. Deshalb einmal kleiner Cut, einmal die ganze Soße raus und hoffentlich kein Antibiotikum, denn sonst müssen wir die T800 Challenge für 5 Tage auf Eis legen. Und das wollen wir natürlich vermeiden.
Husch, husch, geh weg. Stinky. Passiert natürlich immer, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Batterie komplett platt, ist eine niegelnagelneue Lithium-Ionen-Batterie. Jetzt muss ich mit der Husky fahren. Auf die Husky ist einfach immer Verlass. Unzerstörbar dieses Teil, einfach geil. Servus, ich muss dringend shoppen. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich habe eine Verletzung am Knie, ich muss dringend zu Herrn Dr. Basi Osman. Wo sitzt der? Der ist hier vorne in der Kaiserstraße. Ich kann Ihnen das auch zeigen, ich habe ein Video und alles. Schauen Sie mal. Tut mir leid. Nein, ich weiß, es tut mir wirklich leid. Es ist wirklich, weil mein ganzes Knie ist offen. Ja, eine Verletzung am Knie. Ja, und es hat sich heute geöffnet hier. Ah ja, guck mal. Das ist richtig entzündet, meinst du? Ja, das ist richtig entzündet. Das ist hier was drin, guck. Ja, ja. Da ist schon voll viel rausgelaufen. Da ist so viel rausgekommen heute Morgen. Machen wir ohne. Ohne Betäubung machen wir heute. Nein, ist egal. Alles gut. Schneid. Ich schaue. Jetzt läuft alles. Genau. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Ich auch. Genau. Boah, das läuft gut. Das ist ein Schnitt. Diese Entzündung ist kann schlecht. Auch dann genau schlimmer das werden. Kostet viel das kostet viel Energie. Auf jeden Fall. Du brauchst keine Entzündung in den Körper. Null. Das wird gefallen. Ja, auf jeden Fall. Er liebt das. Wo das mit meinem Hundebiss ist, ist der Hexer ins Krankenhaus gekommen, um mich zu besuchen und ein Video zu machen und Bilder. Jetzt ist es rot. Spülen noch? Wie du gesagt hast, das ist jetzt hier rot. Und jetzt ist gut. Perfekt. Genau, jetzt ist alles Blut. Jetzt ist wieder wie neu. Genau, wie neu. Kommt Blut raus. Jawohl. Material hier. Vielen herzlichen Dank. Alles, was ich jetzt hier für dich benutzt habe oder benutze. Dr. Osman, Sie sind der Beste. Vielen lieben Dank. Ich mache doch alles. Dankeschön. Ich mache keinen Kopf, überhaupt keinen Kopf. So, ich bin wieder zurück. Dr. Basi hat perfekt mein Knie wieder instand gesetzt. 3 Tage Pause, leichtes Training, nur nicht zu sehr schwitzen. Und dann bin ich wieder wie neu und wir haben das perfekt gelöst. In Bezug auf die Polizeikontrolle, die Polizei hat natürlich absolut nur ihren Job gemacht. Und ihr müsst euch immer vorstellen, mit welchen Menschen die Polizei oft im Bahnhofsviertel zu tun hat. Deshalb sind sie natürlich am Anfang skeptisch. Und die Exekutive ist natürlich nicht dazu befugt, irgendwelche Sachen durchzugehen zu lassen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank an die Polizei, dass sie so kulant war, das alles schnell abgewickelt hat und ich ganz schnell zu meiner Behandlung konnte. Wir kommen zu ein paar Fragen. Und zwar, die erste Frage kommt von Eis und Limonade 2352. Hi Stefan, ich bin verwirrt. Du arbeitest täglich 6 bis 8 Stunden am Schreibtisch. Was machst du da? In deinen Videos bist du doch immer den ganzen Tag unterwegs. Ja, ich erstelle individuelle Ernährungskonzepte für Klienten. Das heißt, ich plane die Makronährstoffverteilung anhand von ihren biometrischen Daten, anhand von ihrer Zielsetzung und helfe ihnen somit, ihre Ziele zu erreichen. Da sind Profisportler dabei, Hobbysportler. Von jedem ist etwas dabei. Ich liebe es, Transformationen mitzubegleiten. Ist ein sehr spannendes Thema. Dieser Tätigkeit gehe ich schon sehr lange nach und ist absolute Erfüllung für mich. Ich habe auch probiert, Ernährungskonzepte beim Gassigehen zu schreiben, aber das ist relativ schwierig, deswegen muss ich an den Schreibtisch. Frage Nummer 2. Deine Videos sind immer ein Mehrwert, nicht nur für mich, sondern für jede Person, die deine Videos schaut. Wie hast du das damals gemacht, als du noch auf dem Baugerüstbau gearbeitet hast? Wie war dein Tagesablauf und wie hast du dich für den Vegetarismus in deinen Tagen einbauen können? Und vor allem, ups, jetzt mein Handy ausgegangen, aber ihr seht die Frage hier unten eingeblendet. Und zwar, ja, war ein straffer Zeitplan immer, aber wie gesagt, ich war absolut fanatisch in dieser Zeit, vernarrt in mein Ziel, etwas zu erreichen im sportlichen Kontext. Und um 4 Uhr ging mein Tag los. Ich bin ins McFit am Frankfurter Ring in München gegangen, habe dort 1 Stunde Krafttraining gemacht, dann nach Hause Meal Prep, alles vorbereitet für den Tag, mit dem Fahrrad nach Poing und dann auf dem Bau gearbeitet, 10 bis 12 Stunden, Gerüstbau, Bau, je nachdem, was anstand. Und dann immer wieder ins Jiu-Jitsu und ins
Thai-Box-Training, jeweils eine Stunde abends. Das habe ich 5 Tage die Woche gemacht. Den Samstag habe ich genutzt, um einzukaufen, Wäsche zu waschen. Und dann war ich auch am Ende am Sonntag und habe nur geschlafen. Und Montag ging es wieder los. Das ging 2 oder 3 Jahre so. Und dann habe ich mich entschieden, in Vollzeit und professionell Kampfsportler zu werden. Du hast mit dieser Frage das T800-Paket gewonnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Paket und maximalen Erfolg. Gib Gas, plan alles durch, dokumentiere und du wirst deine Ziele erreichen. Auch in diesem Vlog verlosen wir wieder ein T800-Paket im Wert von 100 Euro. Stellt dafür eure Frage in den Kommentaren. Im nächsten Vlog werden wir wieder die besten Fragen aufgreifen mit einem Mehrwert für die Community. Und vielleicht gewinnt ihr das T800-Paket. In diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog.